Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserer virtuellen Vortragsveranstaltung. Ich bin Manuel Schneider und organisiere als Geschäftsführer des Ökom-Vereins und der Seelbach-Umweltstiftung dieses Münchner Forum Nachhaltigkeit. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die es bereits seit 15 Jahren gibt und an der weitere Münchner Umweltgruppen, Stiftungen und Vereine mitwirken. Der heutige Abend ist eine darüber hinausgehende Kooperation mit der Evangelischen Stadtakademie München und der Domberg-Akademie. Das ist eine Stiftung für Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising. Sie sehen also, wir sind ganz ökumenisch unterwegs. Von der Stiftung darf ich Frau Dr. Claudia Pfrang begrüßen, die mit mir zusammen später auch die Diskussion moderieren wird. Begrüßen möchte ich auch bereits unsere beiden Referentinnen, Dr. Susanne Götze, die uns aus Berlin, und Annika Joris, die uns aus Frankreich zugeschaltet ist. Beide werde ich Ihnen gleich noch ein wenig vorstellen. Meine Damen und Herren, wir greifen mit dem globalen Klimawandel ein Thema auf, das, wie könnte es anders sein, bereits mehrfach in unserer Reihe behandelt wurde. Heute wollen wir uns ihm jedoch unter einer besonderen und auch besonders politischen Perspektive nähern. Ich denke, die meisten von Ihnen, die Sie regelmäßig bei uns zu Gast sind, teilen gewisse Grundannahmen und empirische Evidenzen. Zunächst, dass es eine nennenswerte globale Erwärmung gibt, die im Übrigen wissenschaftlich so intensiv erforscht wird wie kaum ein anderes Naturphänomen. Dass dieser globale Klimawandel zweitens nicht erst in ferner Zukunft, sondern bereits heute eine massive Bedrohung für die menschliche Zivilisation darstellt, sodass man statt von einem bloßen Wandel besser von einer globalen Klimakrise sprechen sollte. Und dass drittens alles dafür getan werden sollte, die globale Erwärmung auf ein bestimmtes Maß zu begrenzen. Das wäre dann das berühmte 1,5 bzw. 2-Grad-Ziel. Wie das geschehen könnte, in welcher Geschwindigkeit, mit welchen Mitteln und in welcher ökonomischen Eingriffstiefe, über all das lässt sich trefflich streiten. Aber spätestens mit der Klimakonferenz in Paris vor nun bald 5 Jahren, auf der sich 175 Nationen auf bestimmte völkerrechtlich verbindliche Ziele geeinigt haben. Spätestens nach Paris dachte man, dass die Phase nun endgültig überwunden sei, in der man noch das Problem als solches leugnen und infrage stellen kann. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Seit Paris haben die Klimawandelleugner, die zum Großteil auch rechtspopulistische Positionen vertreten, warum das so ist, darüber wird der heutige Abend noch Näheres in Erfahrung bringen. Seit Paris jedenfalls haben Klimawandelleugner und Rechtspopulisten massiv an Macht und Einfluss gewonnen. Denken Sie nur an Präsidenten wie Trump in den USA oder Bolsonaro in Brasilien, die alles, wirklich alles dafür tun, effektiven Klimaschutz zu verhindern. Ja, die ganze Problematik des Klimawandels als ein Hirngespinst irgendwelcher wissenschaftsgläubiger linker Eliten abzutun. So abstrus einem manche Äußerungen vorkommen, so folgenreich sind sie doch. Bestehende Klimaschutzgesetze werden torpediert. Die Verbrennung fossiler Rohstoffe bzw. die Abholzung von Regenwäldern wird gefördert und multilaterale Abkommen wie der Pariser Weltklimavertrag werden entwertet. Wir wollen heute Abend mit unseren beiden Referentinnen diesem Phänomen, diesem Backlash nachgehen und uns die Strategien, Netzwerke und Argumente dieser Klimaschutzbremser anschauen, sofern dann in den aufgeheizten Debatten überhaupt noch argumentiert wird. Die beiden Journalistinnen haben über 3 Jahre eine internationale Netzwerkanalyse betrieben, Aufklärungsarbeit im klassischen Sinne, die jüngst auch unter dem Titel »Die Klimaschmutzlobby« als Buch erschienen ist. Susanne Götze ist promovierte Historikerin und arbeitet unter anderem als Wissenschaftsredakteurin beim Spiegel. Annika Joris ist ebenfalls Journalistin und Autorin und arbeitet von Frankreich aus für das investigative Recherchenetzwerk korrektiv.org sowie für die Wochenzeitschrift Die Zeit. Für den Vortrag haben wir rund 40 Minuten vorgesehen und danach haben Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer Gelegenheit,
über die Chatfunktion schriftlich Fragen zu stellen, die dann meine Kollegin Claudia Pfang und ich versuchen werden zu bündeln und in die Diskussion einzubringen. Beginnen wird Susanne Götze, der ich hiermit das Wort und auch den Bildschirm übergebe. Danke. Ist das jetzt richtig? Sehen Sie das jetzt? Ja, so ist Schneider, gut. Ist gut, ne? Ja, alles ja. Gut. Okay, alles klar. Gut, Seeing Waiting Room, nee, das ist jetzt nicht für mich. Genau, also erstmal wollte ich Sie nochmal begrüßen und wir freuen uns sehr, Sie hoffentlich durch einen lebendigen und spannenden Vortrag für Sie jetzt bis so circa um 8 führen zu dürfen. Wir wurden schon sehr ausführlich vorgestellt und ich möchte deswegen nochmal vorher sagen, aus welcher Sprechperspektive wir hier dieses Thema behandeln. Also wir sind beide Journalisten, das heißt, wir haben quasi eine Netzwerkanalyse gemacht, aber nicht im wissenschaftlichen Sinne, sondern wir haben quasi recherchiert, teilweise eben auch zusammen mit Wissenschaftlern, unter anderem beispielsweise von der Uni Hamburg oder auch vom Wissenschaftszentrum Berlin, Delphi, und wir haben aber auch mit anderen Sendern oder Medien zusammengearbeitet, wie dem WDR beispielsweise. Das will ich nur vorausschicken, das heißt, wir haben beide diese Recherche gemacht, aber mit Hilfe auch von anderen Kolleginnen und Kollegen und auch mit Wissenschaftlern, weil es doch eine sehr, ja, weitreichende und komplexes Thema ist. Und ja, und dass man sicherlich auch in verschiedensten Studien noch weiter abhandeln kann. Was wir gemacht haben, wir haben im Gegensatz vielleicht zu Wissenschaftlern, wir sind auch wirklich hingefahren und haben eben auch die Leute interviewt. In verschiedenen Ländern sind wir gewesen und haben dort also Klimaleugner, Lobby und Lobbyisten quasi vor das Mikro und vor die Kamera geholt. Und dazu auch verschiedenste Beiträge hinterher gemacht, also die im Radio, Zeitung und im Fernsehen erschienen sind. Das nur zum Hintergrund, also aus welcher Perspektive wir sprechen und mit welchen Leuten wir das zusammen gemacht haben. Wir haben 2017 ungefähr mit der Recherche begonnen und sie dann stark ausgeweitet, weil man ja am Anfang nie weiß, wenn man so eine Recherche anfängt, wo einen das hinführt. Und am Anfang dachten wir, okay, es wird so eine mittlere bis kleine Recherche und das ist quasi immer mehr ausgeartet. Und das werden wir auch dann noch erzählen, warum das so war. Und damit bin ich eigentlich schon sofort beim Thema. Und bevor ich Sie so ein bisschen reinhole in die Details dieser rechten, rechtspopulistischen Klimaleugner-Netzwerke, will ich Ihnen erstmal so ein bisschen die Motivation sagen, warum wir angefangen haben, zu diesem Thema zu arbeiten. Und das hat eigentlich, Sie haben gehört, ich bin Historikerin, vor allen Dingen auch historische Ursachen. Wenn man zurückblickt, wir haben es schon in einer Moderation gehört, das Thema Klimawandel gibt es nicht erst seit gestern. Das wissen Sie sicherlich auch alle. Deswegen nur ganz kurz, weil das für unsere Motivation eine Rolle gespielt hat. Also schon spätestens seit 1972 war irgendwie klar, dass bei diesem Thema was getan werden musste. Was historisch auch interessant ist, dass 1989 es bereits die erste Enquete-Kommission im Bundestag zu dem Thema gab. Und der Vorsitzende dieser Enquete-Kommission war Herr Schmidbauer, also ein CDU-Politiker. Darauf kommen wir später nochmal zurück, dass quasi auch die politischen Ursprünge des Klimaschutzes bei weitem nicht auf der linken oder auf der grünen Seite liegen, sondern sogar in der CDU und in der SPD. Gab es die erste UN-Weltklimakonferenz 1995. Angela Merkel hat die eröffnet als Umweltministerin damals. Dann gab es das EEG irgendwann, die Einführung des Emissionshandels und 2015 schließlich der auch schon von Herrn Schneider erwähnte Beschluss des UN-Weltklimavertrages. Jetzt sind wir 2020 und was ist eigentlich das Ergebnis aus dieser ganzen Historie, die wir hier sehen? Das Ergebnis ist, dass wir immer noch 80% unserer Energieversorgung und des Primärenergieverbrauchs in Deutschland ist immer noch fossil. Also trotz dieser ganzen Sachen, die wir gesehen haben, also wir haben gesehen, dieser politische Bewusstseinsprozess ist eigentlich schon seit fast 50 Jahren irgendwie da. Trotzdem haben wir immer noch die Zahlen, die Sie hier sehen, das heißt über 100 Kohlekraftwerke, nur wenige Prozent Elektroautos und sehr geringen Anteil von ökologischer Landwirtschaft.
Ja, und die Motivation war, wir haben zurückgeguckt auf diese 30 Jahre, also seit das Thema wirklich in dieser NCAP-Kommission des Bundestages war, und haben uns dann gefragt, ja, also warum ist da eigentlich nichts passiert? Und haben dann als Arbeitsthese gehabt, das ist kein Zufall. Also Politik ist kein Zufall, dass man irgendwie ein Thema übersieht, und schon gar nicht so ein Thema, wo wirklich schon sehr relativ früh die Alarmglocken geschlagen haben, nämlich schon 1972. Und das hat uns dann zu der Frage gebracht, okay, wenn das kein Zufall ist, wer ist denn dafür verantwortlich? Und das war eigentlich so der Startpunkt für unsere Recherche, dass wir gesagt haben, okay, wollen zurückgucken. Und das ist so ein bisschen auch die Idee von diesem 30 Jahre Schiff. Das heißt, wir gucken 30 Jahre zurück. Und da sind quasi, wenn wir nur in Deutschland sehen, halt nur ja, rund 20% vor allem im Strombereich reduziert worden an CO2. Und wir schauen 30 Jahre voraus. 2050 wissen wir alle, müssen wir jetzt auf Null sein oder klimaneutral und müssen halt diesen Riesenberg von 80% schaffen. So, und wir denken, dass da Leute dafür verantwortlich sind, dass so lange nichts passiert ist. Und das war das Buch, der Titel ist dann am Ende auch der Titel unseres Buches geworden, die Klimaschmutzlobby. Wobei wir natürlich den Titel etwas provozierend gewählt haben. Natürlich ist die Klimaschmutzlobby nicht eine Lobby, sondern ein komplexes Geflecht von verschiedenen Gruppen, Einzelpersonen, Denkfabriken, Abgeordneten, bis hin zu sogenannten Hobbywissenschaftlern, die wir der Einfachheit halber nochmal in drei Gruppen unterteilt haben, damit man einfach sich besser orientieren kann. Diese drei Gruppen überschneiden sich jeweils nochmal. Also man kann nicht sagen, nur der eine ist nur das eine, nur das andere, aber wir haben da wirklich versucht, der Einfachheit halber sie einfach auszumachen, um quasi das Soziologische ein bisschen aufzudröseln. Genau, ich werde ein bisschen was zu den Klimaleugnern und Klimaskeptikern erzählen. Das ist die erste und evidenteste Gruppe. Dann gehen wir zu den Rechtsextremen und Annika wird vor allen Dingen was zu den Bremsern, sogenannten Bremsern erzählen, die teilweise aber auch sich mit den Rechtspopulisten und Rechtsextremen überlappen. Ja, und beginnen, genau, möchte ich mit den Klimaleugnern, also die Gruppe, die vielleicht, ja, es ist quasi der harteste Kern der Klimaschmutzlobby, wenn man so sieht, wenn auch nicht der unbedingt einflussreichste, aber es ist der harte Kern, der quasi diese ganzen Thesen in den Raum oder das Narrativ von dem nicht menschengemachten Klimawandel quasi ins Spiel gebracht hat und schon relativ früh, also schon in den 80er Jahren. Und wer ist das eigentlich? Wir haben das versucht, in unserem Buch, wie gesagt, personell einfach mal zu zeigen, was sind das für Menschen, was sind das für Gruppen, und haben, wie gesagt, relativ viele auch interviewt und waren auch auf Konferenzen. Ja, und das sind also quasi von sogenannten Hobbywissenschaftlern, wie wir sie nennen, teilweise auch Akademiker, aber bis hin zu Anti-Windkraftverbänden oder bestimmten Denkfabriken, die halt Konferenzen organisieren und sogenanntes Bildungsmaterial produzieren und versuchen, auch in Social Media bestimmte Narrative zu setzen. Was das Interessante an den Narrativen ist, ne, also wir versuchen uns heute mit zwei Sachen zu beschäftigen, einmal mit den Netzwerken und einmal mit dem, was die Gruppen erzählen und warum sie es erzählen, also auch die Motivation. Das Interessante an dem Narrativen der Klimaleugner ist, dass sie eigentlich kein einheitliches Narrativ haben. Also zum Beispiel auch selbst die AfD als Klimaleugnerpartei, die wir dann später unter den Rechtspopulisten behandeln, die haben kein einheitliches Narrativ. Das heißt, sie sagen zwar alle, dass der Klimawandel nicht schlimm ist, aber manche sagen, es gibt ihn gar nicht. Manche sagen, er ist nicht menschengemacht. Manche sagen, es gibt eine neue Eiszeit. Die nächsten sagen, es gibt den menschengemachten Klimawandel, aber der ist gar nicht schlimm, sondern hat sogar nur Vorteile. Also wie gesagt, es kursieren unwahrscheinlich viele unterschiedliche Fake-Erklärungsansätze, die sich teilweise widersprechen. Und deswegen kann man auch nicht davon sprechen, dass die Klimaleugner quasi so eine Art Gegenthese zum wissenschaftlichen Konsens sind, weil sie, wie gesagt, untereinander sich auch komplett uneins sind. Also ein besonders brisantes Beispiel ist Lord Peter Lilly, den wir, ich habe jetzt, wir haben jetzt, ich habe jetzt einen für den Vortrag ein besonders krasses Beispiel rausgenommen. Den Lord habe ich, haben wir, pardon, haben wir in London besucht, in Westminster im Dezember 2018. Und da will ich Ihnen nur zeigen, dass diese Klimaleugner nicht einfach so irgendwie so ein lustiger Haufen sind, der irgendwie so ein bisschen vor sich hin studiert,
Den gibt es quasi auch, aber es gibt auch Klimaleugner, die einen schon extrem, ja, auch großen Einfluss hatten in der Geschichte in den letzten 30 Jahren. Also beispielsweise Herr Lilley, der langjährige Abgeordnete im britischen Unterhauses war und sogar Kabinettsminister in den Regierungen von Margaret Thatcher und John Major. Also wirklich kein kleines Tier. Und ich war bei ihm, er ist mittlerweile Rentner. Und habe mich mit ihm unterhalten und der macht aus seiner Klimaleugnung quasi überhaupt kein Hehl, ist auch Mitglied in einem sehr großen und bekannten britischen Klimaleugner-Think Tank. Und ja, und dem platzt es irgendwann so raus. Ja, aber was macht denn 1 Grad mehr schon aus? Ich bin bei -5 Grad von London aus in den Urlaub gefahren und nach in Sri Lanka gelandet. Und das war ein Temperaturunterschied von 40 Grad und es hat mir nicht geschadet. Ne? Und das einfach nur zu zeigen, also bei den Klimaleugnern bewegt sich dieses Narrativ auf diesem Niveau. Und wie gesagt, dieser Mann ist nicht dumm, sondern ist ein sehr gebildeter Mann, der eine lange und prominente Politikkarriere hinter sich hat. Das ist so ein bisschen das Paradox an der Sache. Genau, die Händler des Zweifels sitzen aber vor allen Dingen in den USA. Also das heißt, die bedeutendsten Klimaleugner-Organisationen sitzen seit jeher in den USA und dort sind sie auch am besten organisiert und sie haben das meiste Geld, was natürlich sehr wichtig ist, wenn man quasi eine Lobbyorganisation oder Denkfabrik ist. Man kann quasi nichts produzieren, wenn man nicht genug Geld hat. Und das ist hier ein besonders krasser Fall. Das ist das Non-Governmental International Panel on Climate Change, angelehnt an den Weltklimarat, der offiziell halt IPCC heißt, haben diese Klimaleugner in den USA ein Ende vorgestellt und suggerieren damit, dass sie non-governmental, also dass sie quasi eine Art unabhängig, regierungsunabhängige Weltklimarat sind, der natürlich zu dem Schluss kommt, dass es den Klimawandel nicht gibt, beziehungsweise dass er nicht menschengemacht ist. Rechts, was Sie sehen, sind die Publikationen, die dieser Verein herausgibt. Und diese Publikationen, müssen Sie sich vorstellen, sind dicke Broschüren oder Bücher von über 1000 Seiten. Also das sind gesammelte, ja, von bezahlten Wissenschaftlern, ja, gemachte, ja, Fake-Studien, wenn Sie so wollen. Und das wirklich in einer, ja, extrem dicken Ausprägung. Und jetzt fragt man sich natürlich, ja, wer finanziert sowas? Weil solche dicken Bücher da zu erstellen und dann auch noch Konferenzen dazu zu machen, ist ja relativ ja, kostenintensiv. Und wer dahinter steckt, ist die Ja, das Wichtigste, also Naomi Klein hat mal gesagt, das Heartland-Institut ist das wichtigste oder weltweit mächtigste Klimaleugner-Institut, was es gibt. Genau, es ist bei weitem nicht das einzige in den USA, da gibt es noch weit mehr, aber wir nehmen das heute mal als Beispiel, vor allen Dingen, weil mit dem Heartland-Institut können wir auch sehr schön die europäischen Klimaleugner-Verquickungen zeigen, was uns ja hier auch in Deutschland besonders interessiert. Was ganz wichtig ist beim Heartland-Institut, und deshalb ist es auch so ein gutes Beispiel zu zeigen, dass es auch hier irgendwo um rechte Netzwerke geht. Weil dieses Institut ist nicht einfach nur ein Klimaleugner-Institut, sondern es ist bereits seit 1984 aktiv und hat sich am Anfang überhaupt nicht mit Klimawandel beschäftigt, sondern mit ganz anderen Themen, unter anderem mit dem Rauchen. Also es wurde lange Zeit von der Tabakindustrie gesponsert, also von Philip Morris, und hat versucht, Regulierung für Raucher zu torpedieren, beziehungsweise lange Zeit mit Studien, mit ebenso dicken Studien, wie wir gesehen haben gerade, wie es jetzt über den Klimawandel, haben sie quasi damals Studien gemacht, wie gesund Rauchen ist, beziehungsweise wie unschädlich Rauchen ist und dass es auf jeden Fall nicht Krebs erzeugt. Und ja, da waren ähnliche Wissenschaftler oder sogenannte Wissenschaftler am Werk, die das in endlosen Broschüren beworben haben. Und damit ist das Heartland-Institut beziehungsweise auch die Raucherlobby ja bekanntlich gescheitert. Und ja, seit ungefähr 20 Jahren, 25 Jahren haben sie halt das Thema Klimawandel für sich entdeckt. Und es gibt aber auch noch weit viele andere Themen, was dieses Institut quasi als Kampagnen aufgreift oder als Themen quasi auf seiner Seite hat. Ich sage mal ein paar Beispiele, damit Sie wissen, in welchem politischen Spektrum sich das bewegt. Also das Heartland-Institut kämpft auch gegen Obamacare, gegen Umweltgesetze allgemein, gegen die Regulierung der Wirtschaft und aktuell auch gegen die Corona-Regeln beziehungsweise gegen das Verbot eines bestimmten Medikamentes, was also wie gesagt, wo sich
durch Studien herausgestellt hat, dass das quasi unwirksam ist, beziehungsweise sogar dem Patienten schadet. Das Harder-Institut promotet es immer noch. Ja, und anhand der Themen sehen Sie sich schon, wo sich das ein bisschen hinbewegt. Dann fragt man sich natürlich, wer finanziert solche Narrative und ja, und solche Kampagnen. Und wir sehen hier, das ist beispielsweise die Mercer Family Foundation, die der größte Spender auch in Trumps Wahlkampf war. Und damit sehen Sie auch schon, wo sich das politisch hinbewegt. Das Hartland-Institut steht Trump natürlich sehr nah und es gibt auch personelle Überschneidungen zwischen Hartland und der Trump-Administration. Und gleichzeitig wird das Hartland-Institut aber auch noch aus anderen Quellen gespeist, beispielsweise aus der fossilen Industrie, also in der Vergangenheit beispielsweise ExxonMobil, der Ölkonzern, oder die Charles Koch Brothers, die das ist ein industrielles Imperium, was quasi eigentlich von Öl bis Plastik so gut wie alles macht in den USA. Wir sind dann auch hingefahren und einfach, um Ihnen auch mal so ein paar Personen und Köpfe zu zeigen, damit man so ein bisschen so ein Gefühl kriegt, was sind das eigentlich für Leute? Und ich erzähle auch so ausführlich über die USA, weil die USA einfach wichtig sind, um auch die Klimaleugner in Europa zu verstehen. Das ist hier der ehemalige Leiter des Harder Instituts, Tim Hülskamp, den ich interviewen konnte in New Orleans. Ja, und genau, und der hat frei weg, die haben auch überhaupt kein Problem, die Klimaleugnung ganz frei, sie promoten die Klimaleugnung quasi und hat mir ganz stolz erzählt, dass sie bereits 12 Konferenzen dazu organisiert haben, um zu zeigen, dass CO2 kein Schadstoff ist. Gleichzeitig kann man, diese Transparenz gibt es in den USA, sehen, also welcher Kongresskandidat welche Spenden bekommen hat im Wahlkampf. Und Herr Hülskamp hat auch mal quasi kandidiert und hat ja eine Menge Geld bekommen von fossilen Interessenverbänden, wie beispielsweise den Koch Brothers, also von denen wir gerade schon gehört hat, die halt vor allem so ein industrielles, fossiles Imperium leiten. Genau. So, jetzt komme ich wieder nach Europa, um Ihnen zu zeigen, dass da die Verbindungen sehr eng sind, was Hartland und den europäischen Klimaleugner angeht. Also beispielsweise gab 2019 die machen halt, wie gesagt, jedes Jahr diese Klimaleugner-Konferenzen in den USA, das Hartland Institute. Und 2019 war es im Trump International Hotel in Washington D.C., also quasi der Ort ist schon quasi das Programm. Und eingeladen wurde Wolfgang Müller, also ein deutscher Klimaleugner, als Keynote-Speaker. Wolfgang Müller ist der Geschäftsführer des Europäischen Instituts für Klima und Energie, was quasi der Klimaleugner-Verein ist, wo sich quasi alle hier Klimaleugner in Deutschland zusammentun, die auch selber Konferenzen organisieren und sehr eng mit dem Harter Institute kooperieren. Gleichzeitig gab es dann auch eine Live-Schalte von einem polnischen Gewerkschaftler von Solidarność. Ich selber war auch in Polen gewesen und habe dann auch Solidarność-Leute interviewt vor Ort. Und die sind offen, Klimaleugner, also eine Gewerkschaft, muss man sich vorstellen. Aber natürlich haben sie vor allen Dingen, kümmern sie sich vor allen Dingen auch um Kohlekumpel. Und die sind halt ganz klar der Meinung, dass der große Bruder in den USA, in dem Fall halt Hartland, ihnen dabei helfen soll, die europäischen Regulierungen zum Klimaschutz zu umgehen und zu bekämpfen. Und sie holen sich da ganz offen Hilfe. Und Solidarność hat sogar offiziell, 2019 war das, glaube ich, im Dezember sogar einen Vertrag geschlossen mit Hartland. Genau, wir sind auch in Europa auf Klimaleugner-Konferenzen gewesen. Also hier ist ein Beispiel von Porto im Jahr 2018, The Basic Science of a Changing Climate. Und da hat auch die ganze Klimaleugner, Anführungsstrichen, Prominenz von Europa gesprochen. Also wie gesagt, wir haben uns auch in unserem Buch auch Osteuropa angeschaut, Frankreich angeschaut, wie gesagt, nicht nur Deutschland. Und es gibt eine europäische Vernetzung. Einfach um nochmal Ihnen kurz zu zeigen, wie die Verknüpfungen hier auch sind. Hier sieht man nochmal also eine EIKE-Konferenz, also das ist quasi eine deutsche Klimaleugner-Konferenz. Ich habe gerade erzählt von Wolfgang Müller, der wie gesagt bei dem Hartland-Institut eingeladen war. Und EIKE macht jedes Jahr meistens in München eine Klimakonferenz, wie sie es nennen, internationale Klima- und Energiekonferenz.
wo sie quasi ihre neuesten, Anführungsstrichen, Studien vorstellen. Ja, und dort sind natürlich auch ganz vorne bei den Keynote-Speeches etc. Heartland wieder dabei, beispielsweise James Tyler, der jetzt auch Chef des Leiter des Heartland-Institutes ist. Und wir sehen hier zum Beispiel auf der rechten Seite auch Myron Abel, also lange Leiter von Donald Trumps Transition Team, also enger Mitarbeiter von Donald Trump. Da haben wir quasi, also einfach um Ihnen ein paar Beispiele zu geben, wie hier quasi die Netzwerke sich überlappen. Es ist natürlich schwierig, das finanziell zu tracken. Wir hätten uns gewünscht, dass wir natürlich da mehr Fakten präsentieren können, weil das eine sind natürlich die personellen und Überschneidungen und die gleichen Narrative und wer wen wo trifft. Das konnten wir ganz gut ja, zeigen. Und das verstecken diese, also jedenfalls Heartland und Eike auch nicht. Aber die Frage ist halt auch, inwiefern es auch andere Unterstützung gibt, also finanzielle Unterstützung. Und das wissen wir nicht, weil das liegt aber weniger an den USA, sondern mehr daran, dass man, dass es in Deutschland eine relativ geringe Transparenz gibt, was Vereine beispielsweise und Denkfabriken angeht. Die müssen halt quasi ihre Spender nicht offenlegen. Wir haben einfach mal, einfach um Ihnen einen Eindruck zu geben, was wir gemacht haben. Wir haben uns auf jeden Fall in den USA, kann man das ganz schön nachvollziehen. Wenn Sie ganz oben links schauen, also da sind zum Beispiel also fossile ja, industriellen Imperien, wenn Sie so wollen. Die Cockbosses ist ein riesiger Industriekomplex. Der gibt seine Spenden mittlerweile an Stiftungen, die heißen beispielsweise Donors Trust. Und Donors Trust ist beispielsweise eine reine Geldverteilmaschine. Das heißt, bei Donors Trust selbst passiert eigentlich nicht viel, sondern Donors Trust verteilt Geld weiter an konservative Thinktanks in den USA. In dem Falle beispielsweise auch an Heartland und auch an CFACT. CFACT ist, wie gesagt, eine weitere Klimaleugner-Organisation. CFACT wiederum hat einen Ableger in Deutschland. Und dieser Ableger in Deutschland wird geführt von einem, von einem leitender Person, einer leitenden Person von EIGA, also von diesem Deutschen Klimainstitut. Das heißt, wir sehen hier, können uns die finanziellen ja, Überschneiderwege vorstellen und gleichzeitig sehen wir auch die personellen Überschneidungen. Genau, und jetzt kommen wir vielleicht zum nächsten Thema, nämlich zu den Klimaleugnern und den Rechtspopulisten. Also wir haben das jetzt schon mit dem Hartmann-Institut durch, aber es gibt halt eben auch eine starke Überschneidung von EIGE und der AfD, die ziemlich eng ist und die ich Ihnen gleich zeigen würde, möchte. Erstmal ganz kurz allgemein zu den Rechtspopulisten oder Rechtsextremen. Es ist einfach unglaublich interessant, dass man sieht, wenn man die politische Landkarte nimmt, dass Klimaleugnung beispielsweise in der Mitte und links von der Mitte quasi nicht stattfindet. Also gibt es quasi nicht. Es gibt keine, es gibt vielleicht ein paar Einzelfälle oder so, aber ansonsten findet das Thema Klimaleugnung quasi links von der Mitte nicht statt. Wohingegen rechts von der Mitte es eine Menge Beispiele gibt. Und das geht halt auch weit rein, beispielsweise in die Union, wie uns auch wir später noch von Annika erfahren werden. Wir beginnen als beispielsweise mit der AfD, aber auch, wie wir haben es schon gehört, von Bolsonaro bis Trump, rechte Medien und Verlage. Das geht aber ein bisschen auch zur Werteunion und dem Berliner Kreis und auch in die FDP rein. Also die Klimaleugnung. Ja, warum wollen Rechtsextremen und Rechtspopulisten keinen Klimaschutz? Und da sind wir so ein bisschen bei den Narrativen. Also wir haben quasi so verschiedene ja, Parteien und deren Programme auch gescannt und wir haben mit vielen auch gesprochen und viele Pamphlete gelesen. Und was man allgemein sagen kann, ist, sie wollen meistens keine internationale Kooperation. Das hört sich so einfach an, aber im Endeffekt ist es so, es werden quasi internationale Organisationen abgelehnt. Also zum Beispiel die UN, also der UNFCCC, also das Weltklimasekretariat, wird abgelehnt. Die Weltklimakonferenzen werden abgelehnt. Der Weltklimarat wird abgelehnt. Es geht ja hin bis zur Weltgesundheitsorganisation. Also wir kennen das alles jetzt vor allen Dingen von Trump. Aber das ist auch das Programm der europäischen Quatsch, pardon, der europäischen Rechtsextremen und Rechtspopulisten, die keinerlei Interesse an einer Vertiefung der internationalen Kooperation haben, was ich persönlich auch sehr, sehr gefährlich finde. Und man sieht jetzt auch, das ist ja auch bei
bei anderen Themen schwierig. Das ist quasi nicht nur quasi ein Klimathema, sondern das ist quasi deren Programm, ne? Also zurück zum Nationalstaat, weg von internationaler Kooperation. Da Klimawandel natürlich ein globales Phänomen ist, ist es evident, dass Staaten miteinander kooperieren müssen. Und wie gesagt, seit 1995 gibt es den UFCCC, also die Weltklimakonferenz. Und seitdem verhandeln die Staaten, und zwar um fast 200 Staaten, um einen Weltklimavertrag. Seit 5 Jahren haben wir jetzt einen Weltklimavertrag. Und diese internationale Zusammenarbeit ist quasi die Basis überhaupt für auch die nationalen Klimaschutzpläne, die wir jetzt haben. Ohne das findet Klimaschutz nicht statt. Und wenn man quasi diese Basis bekämpft, bekämpft man, genau, also quasi den weltweiten Klimaschutz. Dahinter steckt aber auch eine gewisse Wissenschaftsfeindlichkeit, die auch nicht nur fürs Klimathema typisch ist bei den Rechtspopulisten. Das ist ja auch bei anderen Themen so. Und wir kennen diese ganzen Diskussionen um die Fake News, also auch in der Migranten-, also in der Flüchtlingsdebatte werden ja oft Zahlen oder Fake News in die Welt gesetzt. Also wie gesagt, das ist auch nicht klimawandelspezifisch, dieses Merkmal. Und was noch ganz wichtig ist bei den Rechtspopulisten, gerade wenn wir das bei der AfD sehen, sie haben ein Alleinstellungsmerkmal. Das heißt, sie allein gegen den Mainstream, und diese Inszenierung machen sie ja auch, wie gesagt, bei anderen Themen. Und das geht beim Klimawandel natürlich besonders gut, weil der Rest der Parteienlandschaft, also jedenfalls offiziell in ihren Programmen, den menschengemachten Klimawandel als wissenschaftlichen Konsens unbeirrt anerkennt. Hier habe ich Ihnen einfach ein paar Zitate gebracht, um so ein bisschen auch auf diese, ich finde auch die Sprache interessant von Klimaleugnern und Rechtspopulisten, die sich einfach durch eine sehr starke Polemik auszeichnen und immer das Schießen gegen vor allen Dingen europäische und internationale Institutionen. Da wird dann immer ein sogenanntes davor gestellt, um diese Institution zu delegitimieren. Oder es wird so eine Art Verschwörungstheorie, Rhetorik aufgemacht, beispielsweise wie Interessen des ökoindustriellen Komplexes. Ne? Also man dann, das ist ja so ein bisschen, geht dann in die Richtung Bill Gates-Komplex oder etc. Oder eben, das wird immer mit dieser Deindustrialisierung Angst gemacht. Genau, und das Gleiche haben wir halt auch von den Klimaleugnern. Und hier sehen wir zum Beispiel eine Überschneidung. Michael Limburg ist einfach das beste Beispiel dafür. Der Herr arbeitet mittlerweile für Herrn Hilse also im Bundestag. Also Herr Limburg ist quasi Angestellter bei Herrn Hilse. Und Herr Hilse ist der Klimabeauftragte der AfD. Also es gibt quasi nicht nur so, dass sie sich irgendwie gegenseitig einladen. Und mittlerweile ist es auch so, es werden auch Klimaleugner von Eike in die Anhörung des Bundestages eingeladen, sondern es gibt auch richtig Anstellungsverhältnisse und persönliche Beziehungen. Hier habe ich Ihnen nochmal, das sieht ein bisschen komplex aus, aber ich habe ja schon davor gewarnt. Wir haben so ein bisschen, wir haben auch eine Netzwerkanalyse gemacht, und ich wollte Ihnen jetzt nochmal so zusammenfassend ganz kurz zeigen, wie sie die Verbindungen teilweise sind. Ich weiß, es ist etwas komplex, aber ich mache es ganz einfach. Oben links sehen Sie wieder beispielsweise diese großen US-Thinktanks und diese großen Klimaleugner-Organisationen, also zum Beispiel Heritage Foundation und Atlas Network. Das sind eher neoliberale, erzkonservative Denkfabriken, die sehr, sehr, sehr viel Geld haben und auch wahnsinnig viele Kontakte in anderen Ländern. Also ein Atlas-Netzwerk ist ein Netzwerk, ein neoliberales, marktradikales Netzwerk, was quasi auf der ganzen Welt Partnerorganisationen hat, auch in Deutschland. Und die wiederum haben Kontakte oder geben Geld und oder, das weiß man halt teilweise nicht in Europa, weil es hier keine Transparenz gibt, aber auf jeden Fall Kontakte. Wie gesagt, zu Heartland, CFECT oder CO2 Coalition, zu diesen US-amerikanischen Denkfabriken, und dann wiederum, die wiederum haben dann Kontakt mit den europäischen, beispielsweise mit Eike, die ich schon erwähnt habe, wo Herr Limburg von der AfD Mitglied ist. Genau, die überschneiden sich dann wieder mit der AfD. Und die AfD, wie wir wissen, ist im Bundestag größte Oppositionspartei, also auch nicht klein zu reden, und eine absolute Klimaleugnerpartei. Es steht, wie gesagt, auch im Parteiprogramm und wird beraten von Eike und hat dementsprechend auch es gibt Hinweise darauf, dass Eike auch wirklich das Klimaschutz
Parteiprogramm oder das Klimaschutzkapitel im Parteiprogramm von der AfD mitgeschrieben hat oder sogar darauf hingedrängt hat. Beispielsweise hat Herr Lucke das einmal gesagt, der ja ganz am Anfang in der AfD war, dass er nie dafür war, dass die AfD sich offiziell zur Klimaleugnung bekennt. Also das war am Anfang von der AfD gar nicht so klar. Und da ist Eike quasi eingesprungen und seitdem bedient sich die AfD quasi aus dem Narrativ oder aus dem Werkzeugkasten der Klimaleugner und benutzt das quasi für ihre Anträge und für die Anhörung und für ihre Rhetorik. Genau, gleichzeitig hat die AfD, wie wir wissen, natürlich auch Kontakte zu der anderen rechten Bewegung und aber auch zu Europas Rechte. Was auch nicht zu unterschätzen ist, wenn wir an das Europaparlament denken, also diese Leute untereinander haben ja alle Kontakt und da gibt es halt quasi auch wieder Beeinflussung und das Weitertragen, wie wir sehen, wenn wir die ganze Kette zurückverfolgen, das Weitertragen dieser Narrative, die eigentlich natürlich auch aus Deutschland und Europa kommen, aber teilweise eben auch aus den USA und dort einfach seit Jahrzehnten mit wahnsinnig viel Geld produziert werden. Genau, und damit übergebe ich schon an meine Kollegin für den zweiten Teil des Vortrags. Okay, ja, schönen Abend auch von mir. Ich hoffe, das klappt jetzt. Genau, dass ich jetzt hier das sehen. Erlauben. Ich mache ganz kurz mit dem Slide hier weiter, damit wir nicht so eine große Unterbrechung haben und Annika würde sich dann gleich wieder einwählen. Das ist ein Beispiel für so ein bisschen auch diese Netzwerke, wo wir sehen, wer da mit wem zusammenarbeitet. Diese Petition wurde Ende 2019 ins Leben gerufen, von Leuten, die sich da zusammengetan haben, wo wir nicht gedacht haben, dass sie sich doch so öffentlich zusammentun. Also einmal war das beispielsweise die Werteunion Bayern, von der Annika gerade erzählt hat, oder aber auch der rechtslastige Arbeitgeberverband DAV, aber auch AfD, CDU und FDP-Mitglieder und auch ehemalige Abgeordnete. Also es war wirklich eine, wilde Mischung. Und man hätte nicht gedacht, dass quasi diese Leute sich quasi so offen auch als Politiker der sogenannten Mitte sich quasi zur Klimaleugnung bekennen. Also mit dieser Petition wollten sie erreichen, dass es Fragen zum Klimawandel und zum wissenschaftlichen Konsens an alle Abgeordnete zu schicken, damit sich diese Abgeordneten mal Gedanken darüber machen, ob es den menschengemachten Klimawandel wirklich gibt oder genau. Und schon diese Suggestivfragen, die quasi in der Petition gestellt werden, haben wir einfach ganz klar gezeigt, aus welcher Ecke das kam. Und das mit dem Bild, was Sie hier sehen, ist auch schon so der tote Habicht vor den Windenergieanlagen, ist ja auch ein typisches Symbol für Windkraftgegner und für die Klimaleugnergruppen. Annika, du bist immer noch da. Ja, genau. Es war nur mein LibreOffice ist irgendwie abgeschmiert. Jetzt könnte ich eigentlich wieder... Übernimm wieder. Ich mache mich ein Bild. Übernehmen. Ja. Genau. Du musst dann nur nicht mehr sharen, dann share ich jetzt, ne? Ich habe noch nie geshared. Ich habe jetzt einfach weitergemacht. Genau. Ach so, verstehe. Okay, ja, ich hoffe, es ist jetzt halbwegs gut zu sehen. Susanne hat jetzt schon die Klimafragen erklärt, was da so die Funktion war. Es gibt aber noch eine andere Gruppierung innerhalb der CDU, die ist vielleicht ein bisschen weniger extrem, zumindest in ihrer Wortwahl, als die Werteunion. Das ist der Berliner Kreis, die gibt es auch schon ein bisschen länger. Die hat auch sehr prominente Mitglieder, beispielsweise Wolfgang Bosbach, der zwar eigentlich keine Funktion mehr in der Partei hat, aber der immer noch sehr beliebter Interviewgast ist, beispielsweise in Radiosendungen oder auch im Fernsehen. Thomas Bareis, das ist der Staatssekretär, den ich vorhin schon angedeutet habe, der zu diesem sogenannten Bermuda-Dreieck der Energiewende gehört. Der ist Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und sorgt da auch immer dafür, dass sozusagen wichtige Klimaschutzgesetze nicht verabschiedet werden oder dass der Kohleausstieg möglichst spät kommt. Und dieser Berliner Kreis, der argumentiert halt so ähnlich wie tatsächliche Klimawandelleugner, also dass sich das Klima schon immer gewandelt hätte
und dass es auch andere Ursachen für den Klimawandel geben könnte, beispielsweise Sonnenaktivität oder Vulkanausbrüche. Und wir haben halt Herrn Bareis für unser Buch auch direkt in einer Interviewanfrage sozusagen dazu befragt, was er denn hält von dem menschengemachten Klimawandel. Und da hat er nur ein bisschen ausweichend geantwortet, das könne er nicht beurteilen, ob der Klimawandel, die Klimakrise tatsächlich menschengemacht ist. Also stellt sich damit eigentlich außerhalb des wissenschaftlichen Konsenses. Und diese beiden Gruppierungen, die haben natürlich auch so ihre Sprachrohre. Das sind auch teilweise dieselben Autoren, die da schreiben dürfen, beispielsweise auf diesem Blog von Tichy, Roland Tichy, Tichys Einblick. Da sieht man schon hier bei dem Titel beispielsweise Merkel, das ist für die Leute, die halt sozusagen am rechten Rand der CDU sind, ist ja sozusagen das große Feindbild, die linke Christdemokratin, die sozusagen die CDU weggezogen hätte, da wo sie eigentlich mal stand. Das ist so die These. Und der Roland Tichy, der wurde auch schon sehr häufig angezeigt von verschiedenen Journalistinnen oder Aktivistinnen, sind vor allem Frauen auch, die bei ihm immer sozusagen ihr Fett wegkriegen. Und der hat auch mal verbreitet, diese 500 Wissenschaftler, die erklären, es gibt gar keinen Klimanotfall. Und diese 500 Wissenschaftler oder angeblichen Wissenschaftler wurden auch schon mal auseinandergenommen von Kollegen von mir. Das waren halt teilweise gar keine Wissenschaftler oder auf jeden Fall keine Klimawissenschaftler. Und das war also auch eigentlich so eine Fake-Meldung, die aber so ein bisschen Wirbel gemacht hat. Und das ist ja sozusagen, wie das funktioniert, wie auch Donald Trump beispielsweise funktioniert, wie alle Populisten funktionieren, indem man einfach ja Halbwahrheiten aufbauscht, in den Raum schmeißt und damit die Stimmung anheizt, beispielsweise die Stimmung gegen Klimaschutz. Zu deren bevorzugten Medien gehört auch noch das Magazin Compact. Da sehen wir schon da unten schon Greta Thunberg beispielsweise abgebildet, die auch natürlich zu den klassischen Feindbildern gehört, die immer wieder auch runtergemacht wird als Göre oder so. Also da sind wirklich sehr viele Beleidigungen auch zu finden in diesen Publikationen. Und in diesem Compact, da schreibt zum Beispiel Beatrice von Storch, also die auch von der AfD ist natürlich, und gehypt werden dann wiederum Rechtspopulisten, europäische Rechtspopulisten, wie hier Salvini von der rechten Liga in Italien oder Le Pen aus Frankreich oder Orban aus Ungarn. Also das sind sozusagen diejenigen, auf die diese Leute setzen. Und inhaltlich haben sie natürlich auch recht damit, weil das sind natürlich tatsächlich diejenigen, die wir gleich auch noch sehen werden, die auf den Seiten der Klimaleugner und der Rechtspopulisten stehen, um den Klimaschutz zu verhindern. Genau, und in diese Reihe der Veröffentlichungen gehört auch noch Eigentümlich frei. Das ist dann auch wiederum so ein Spielplatz sozusagen für Leute wie Beatrice von Storch oder Vera Lengsfeld, Michael Limburg, also wieder von Eike ist dort vertreten, Wolfgang Müller von dem Klimaleugnerverein Eike, den die Susanne euch schon vorgestellt hat. Das heißt, es tummeln sich immer wieder dieselben Leute in diesen Veröffentlichungen, also ob es jetzt Kompakt ist oder Eigentümlich frei, um da die Lüge des erfundenen Klimawandels zu verbreiten. Hier auf der Eike-Seite sieht man das auch nochmal, wie das da so funktioniert. Also das ist eben die Homepage von diesem Klimaleugnerverein in Deutschland. Und die bringen dann auch wieder diese 500 angeblichen Forscher, die sich gegen den Klimanotstand wenden. Das ist jetzt hier rechts auf der Seite zu sehen, das wird dann auf dieser Seite auch nochmal recycelt und auch nochmal gehypt. Also die spielen sich dann untereinander immer die Bälle zu bei ihren Publikationen. Das war jetzt sozusagen das Beispiel, wie das in Deutschland Hand in Hand geht, die Rechtspopulisten, rechtspopulistischen Medien und sozusagen die Rechtsaußenpolitiker der CDU. Wenn man das Ganze jetzt europäisch betrachtet, ist es in allen Ländern ein bisschen unterschiedlich. Wir haben unsere Recherche ja so aufgebaut, dass wir uns verschiedene Länder genauer angeguckt haben. Ich mache es mal ein bisschen größer, vielleicht hilft das auch. Und das ist durchaus nicht überall gleich. Also die Rechtspopulisten und Rechtsextremen nehmen nicht überall dieselbe Haltung ein gegen Klimaschutz. Man muss aber sehen, hier auf der linken Seite, also dieser rote Balken, das bedeutet, dass sie also bei allen Abstimmungen im EU-Parlament gegen Klimaschutz gestimmt haben. Also das stammt hier aus einer Adelphi-Studie, die das Abstimmungsverhalten von rechtspopulistischen Parteien untersucht haben und haben sozusagen die wichtigsten
Gesetze genommen, die abgestimmt wurden. Da ging es beispielsweise um CO2-Grenzwerte für Autos oder um Beihilfen für Kohlepolitik, für Kohlekonzerne. Und da sieht man halt, dass hier die, leider sind sozusagen die größten und einflussreichsten Länder in der EU, deren Rechtspopulisten stimmen dann gegen alles. Also ganz vorne dabei ist die AfD, dann die niederländische PPV und die UKIP aus Großbritannien. Die sind zwar jetzt nicht mehr dabei, aber die machen natürlich in England so weiter, wie sie es vorher auch in Brüssel gemacht haben, und die Liga aus Italien. Rassemblement National stimmt auch gegen die meisten Sachen, ist bei ein paar Sachen enthalten, die sich dann noch, und dann gibt es hier ganz rechts, wie man sieht, gibt es auch Rechtspopulisten, wie beispielsweise, das sind jetzt hier Order and Justice, die sind aus Litauen, oder die Fidesz-Partei aus Ungarn, die sind durchaus auch mal für Klimaschutzgesetze sozusagen zu haben, die kommen dann vielleicht eher so einer volkstümlichen Naturschutzecke sozusagen. Aber die mächtigen Rechtspopulisten in Deutschland stimmen halt systematisch gegen Klimaschutzgesetze in Europa. Jetzt exemplarisch will ich nochmal das Beispiel von Frankreich rausgreifen, weil ich auch in diesem Land arbeite, das also ein bisschen näher beobachten kann. Und welchen Kurs da der Rassemblement National, also ehemals Front National, in Frankreich fährt, das ist eigentlich ganz interessant zu sehen, weil die gehörten mal zu den Klimaleugnern. Also da, wo die AfD jetzt steht, stand der Rassemblement National mal vor 10 Jahren, noch unter Jean-Marie Le Pen, also dem Vater von Marine Le Pen, die man hier auf dem Bild sieht. Da haben die ganz explizit den Klimawandel geleugnet. Das tun sie jetzt inzwischen nicht mehr, vielleicht auch sozusagen aus, ja, haben sich halt angepasst an die französische Bevölkerung, die auch mehrheitlich daran glaubt, dass die Klimakrise stattfindet. Also sagen jetzt, okay, es gibt die Klimakrise, aber jetzt wollen wir eine patriotische Ökologie. Es wird nie so richtig erklärt, was das eigentlich sein soll. Also die verbinden dann immer den Ruf nach Klimapolitik mit der Schließung der Grenzen, ohne dass das jetzt irgendwie in einen sinnvollen Zusammenhang gebracht werden kann. Wollen dann auch sozusagen Strafzölle einführen für klimaschädliche Produkte oder auf Coca-Cola oder so. Also da geht dann alles so ein bisschen auch durcheinander, oder für lokale Produktion, was ja auch durchaus sinnvoll sein kann. Aber das sozusagen das Narrativ ist, dass Frankreich alleine die Klimakrise bewältigen muss und dass alles hier in Frankreich stattfinden soll. Das ist das, was Susanne schon sagte, dass diese Mehrstaatlichkeit absolut abgelehnt wird. Und das Besondere an den französischen Rechtsradikalen ist noch, dass sie so sehr nah sind an erzkonservativen Katholiken. Also es gibt da verschiedene Strömungen, die beispielsweise in Lyon sehr, sehr stark sind. Und in diesen Städten wird dann sozusagen die göttliche Schöpfung, wird das dann als göttliche Schöpfung thematisiert, die geschützt werden muss. So. Und da wird dann in diesem, mit diesem Vokabular sozusagen für Klimaschutz gekämpft. So, also das ist so als Beispiel dafür, wie unterschiedlich manchmal die Sprache sein kann oder die Logik innerhalb der Rechtspopulisten in Europa. Aber wichtig ist halt zu wissen, dass sie letzten Endes, wenn es um Klimaschutz geht, dann doch immer dagegen stimmen. So, die haben halt unterschiedliche Strategien, aber der Output sozusagen, woraus es letztendlich ankommt, ist dann bei allen derselbe. Wir wollen noch mal als letztes den wichtigen Komplex der Bremser angucken. Das ist ja, Sie ahnen es schon, weil bei den ersten Gruppen war das ja auch schon so, es ist keine ganz neue Gruppe, weil die befruchten sich ja alle gegenseitig. Es ist aber in Deutschland eine sehr einflussreiche Gruppe der Bremser. Das sind nämlich diejenigen, die jetzt nicht mehr öffentlich behaupten, dass es die Klimakrise nicht gibt oder dass sie nicht menschengemacht ist. Das würden sie jetzt heutzutage vielleicht nicht mehr tun, eben weil es nicht mehr so opportun ist, aber sie tun trotzdem alles dafür, dass wir keinen ausreichenden Klimaschutz haben und bremsen dann eben die Gesetze, die wir bräuchten, um die Klimaziele zu erreichen. Also beispielsweise einen frühen Kohleausstieg oder schadstoffärmere Autos oder weniger Fleischkonsum oder ökologische Landwirtschaft. Da gibt es ja ganz viele Dinge, die hätten gemacht werden können, aber nicht gemacht wurden. Und wir haben dafür sozusagen verantwortlich gemacht oder recherchiert, wer dafür verantwortlich ist. Und das sind halt dann tatsächlich einflussreiche Mitarbeiter, Staatssekretäre im Ministerium. Wir haben es gerade schon gesehen, Herr Bareis beispielsweise. Das sind Verbände, also Industrieverbände, Interessensverbände,
der Verband der Autoindustrie beispielsweise, das ist jetzt nicht so überraschend, aber die spielen natürlich trotzdem ihre Rolle, die Industrielobbyisten und die Vertreter der fossilen Energiewirtschaft, die immer noch sozusagen direkt in der Politik, also bei denjenigen, die dann die Gesetze verabschieden, ja, da offene Türen einrennen, sozusagen. Also es wurde uns auch mehrfach gespiegelt aus dem Bundeswirtschaftsministerium, dass wenn sozusagen die Vertreter der Industrie da vorbeischauen oder um Termine beten, sind die immer sehr gerne willkommen. Also es gibt da noch eine gewisse Nähe, die man auch beispielsweise daran ablesen kann, wie viele Treffen die Verbandsvertreter dann haben mit hochrangigen Politikern in Berlin oder Brüssel. Und diese fossilen Lobbyisten, oder ja genau, die Lobbyisten in der Industrie, die finden sich auch teilweise direkt in den Parlamenten wieder. Also ganz besonders auffällig ist das beispielsweise im Agrarausschuss des Bundestages. Da sind 85% der Christdemokraten, muss man hier noch unbedingt dazu sagen, in der Agrarwirtschaft tätig. Und das sind dann meistens nicht die kleinen Gemüsebauern oder so, sondern das sind dann die großen Fleischproduzenten, die dort tätig sind und die auch dafür sorgen, dass sich in der Agrarpolitik trotz der riesigen Subventionen, die da fließen aus Brüssel, ja, seit Jahren keine einzige Tonne CO2 eingespart wurde. Also da gibt es eine ganz starke personelle Übereinschneidung in den Parlamenten direkt selbst. Und dann gibt es natürlich noch die Lobbyisten, die Abgeordneten, wenn sie nicht schon selbst sozusagen Lobbyisten sind, wie die Agrarabgeordneten, dann gibt es noch die Lobbyisten, die Abgeordneten bearbeiten oder versuchen zu beeinflussen. Und das Mekka des Lobbyismus in Europa ist natürlich Brüssel. Also da arbeiten allein 12.000 Personen, sind da als Lobbyisten akkreditiert, um sich eben, ja, um da ein- und ausgehen zu können im Parlament und sich mit den Abgeordneten und ihren wissenschaftlichen Mitarbeitern treffen zu können. Hinzu gibt es noch so eine ganze graue Menge an Personen, die nirgendwo gelistet sind. Dazu gehören beispielsweise die Anwaltskanzleien, die immer häufiger beschäftigt werden von großen Industrien und die sozusagen darauf pochen, dass sie sozusagen das Amtsgeheimnis wahren dürfen für ihre Mandanten und deswegen nirgendwo geführt werden. Also das haben wir jetzt auch schon häufiger gehört und erlebt, dass da sehr viele Anwälte inzwischen auch tätig sind, die eben nicht bei diesen 12.000 Lobbyisten auftreten. Und wie wirkt sich das Ganze aus? Das sieht man jetzt hier in der rechten Bubble, nämlich so, dass die Lobbyisten es tatsächlich schaffen, einige Gesetze genau in ihre Richtung zu ändern. Wir haben da im Buch ein sehr frappierendes Beispiel von Airbus beschrieben. Wir haben da E-Mails erhalten von Airbus und den Kommissionsmitarbeitern, aus denen tatsächlich hervorgeht, dass als es um die Grenzwerte ging, die CO2-Grenzwerte für die Flugzeuge, dass dann Airbus, also der große Flugzeughersteller deutsch-französisch, dann selbst quasi diktiert hat, wie hoch die Grenzwerte sein können. Und es gibt da E-Mails, wo dann genau drin steht: Do not cross this red line. Also das ist für uns jetzt hier die rote Linie, da dürfte nicht drüber gehen. Und dementsprechend niedrig waren dann auch tatsächlich hinterher die Grenzwerte. Also es hat funktioniert, diese Einflussnahme, sehr erfolgreich dann, dass die Flugzeugwirtschaft bis heute immer noch sehr klimaschädlich ist und keine Fortschritte vorzuweisen hat. Ein ganz wichtiger Punkt ist, da gab es, glaube ich, gerade auch schon so eine Chat-Nachfrage zu den Denkfabriken oder Thinktanks kann man die auch nennen, die auch eine sehr große Rolle spielen in der Klimaschutzdebatte in Deutschland, aber auch in Europa. Das sind zum Beispiel wieder mal das Hartland-Institut, das ihr jetzt schon von Susanne gut kennt, dann die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Die ist früher ja auch bekannt geworden durch Kampagnen gegen Mindestlohn beispielsweise. Ist eigentlich eine Initiative, die von den Arbeitgeberverbänden Metall bezahlt wird, also eigentlich der Autoindustrie beispielsweise, und die immer wieder sehr erfolgreich Kampagnen macht, um Gesetze zu verhindern oder die Stimmung irgendwie zu kippen. Also die mieten ja manchmal ganze Plakatwände in Großstädten an und haben auch ihre Botschafter, so nennen sie das. Der oberste Botschafter war übrigens Wolfgang Clement, der jetzt kürzlich verstorben ist, haben also ihre Botschafter unterwegs, die dann immer dafür werben, dass die Marktwirtschaft möglichst ohne Regeln sein soll, also eben nicht die soziale Marktwirtschaft, die sie in ihrem Namen führen, sondern eigentlich eine Marktwirtschaft, die von der Regierung und von Gesetzen völlig in Ruhe gelassen wird.
Und diese Denkfabriken, dazu gehört auch noch das Institut der deutschen Wirtschaft, das ebenso gefördert wird von den Arbeitgeberverbänden, die produzieren dann sehr viele Studien und Thesen, werden teilweise eingeladen und können damit so dann ihre Message sozusagen in den Medien platzieren. Also das Institut der deutschen Wirtschaft beispielsweise hat jetzt kurz bevor es wieder darum ging, ob denn nicht eine Abwrackprämie gezahlt werden soll für die Autoindustrie jetzt in dieser Corona-Epidemie, hat dann das IW sehr viele Studien wieder produziert, wie viele Arbeitsplätze in Deutschland eigentlich von der Autoindustrie abhängen würden, um damit sozusagen Stimmung zu machen für diese Abwrackprämie. Das hat jetzt in diesem Fall noch nicht geklappt, aber es wird immer noch diskutiert, ist also noch nicht ganz zu Ende. Und diese Studien sind natürlich interessengeleitet. Also da werden dann die Zahlen hochgerechnet und dann wird beispielsweise für die Autoindustrie auch noch der 10 Kilometer entfernte Bäcker gezählt, bei dem sich dann die Arbeiter immer die Brötchen kaufen angeblich. Und so kann man dann die Zahlen in eine bestimmte Richtung manipulieren. Und dann, wenn es gut läuft, und das tut es leider meistens oder hat es zumindest sehr gut gelaufen in den vergangenen Jahren, dann greifen die Politiker das wiederum auf. Die verlassen sich auf diese Experten, entweder weil es sozusagen ihrem Weltbild entspricht oder weil sie tatsächlich nicht genau durchschauen, dass es eine interessengeleitete Studie ist. Und dementsprechend schwach für den Klimaschutz fallen dann die Gesetze aus. Ja, hier ist nochmal eine Folie, um nochmal darzulegen, was wir schon die meiste Zeit angedeutet haben, also dass diese Überlappung zwischen Rechtspopulisten und Klimaleugnern und den Bremsern, das ist eigentlich das Marktradikale, was sie häufig verbindet. Also der freie Markt, der schlanke Staat, der steht natürlich Klimaschutz eigentlich fundamental gegenüber, weil alles, was jetzt Klimaschutz liefern würde, geht ja im Prinzip nur über Gesetze, manchmal auch über Verbote. Und wenn man sich jetzt den Klimaschutz anguckt, der in den vergangenen Jahren stattgefunden hat, beispielsweise das Erneuerbare-Energien-Gesetz oder der Kohleausstieg, auch wenn er natürlich in Deutschland eigentlich jetzt viel zu spät kommt, sind es natürlich immer Gesetze. Und also da hat sich nichts von selbst entwickelt sozusagen, sondern es geht nicht anders, als dass der Staat da eingreift. Und das widerstrebt dieser Ideologie also von vornherein. Es widerstrebt den Marktradikalen vom Hartland-Institut genauso sehr wie den Marktradikalen der CDU. Und insofern ist dieser Freiheitsbegriff, der taucht ja auch immer mal wieder auf bei der Debatte um Tempolimit auf der Autobahn oder so, wird es ja immer so dargestellt, als würden die Gesetze die Freiheit des Einzelnen so stark begrenzen, dass sie am Ende sozusagen dass die Bürger dann damit die Verlierer wären mit diesen Gesetzen. Wohingegen jetzt hier auf der rechten Seite ist natürlich die Ordnungspolitik, die Regierung, Regulierung, Steuern und Verbote. Das ist natürlich das, was sozusagen jetzt die Instrumente des Klimaschutzes sind. Und das steht dem diametral gegenüber. Das sehen wir zum Beispiel hier, sehen wir wieder jemanden vom Bund der Deutschen Industrie, Christoph Sprich. Der greift dann wieder das auf, was wir gerade gesehen haben. Also einmal das mit der Freiheit und zweitens das mit der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, also der Think Tank der Arbeitgeberverbände Metall. Die hatten dann wieder hier auch so einen Faktenkatalog gemacht. Das erinnert auch so ein bisschen an diese Klimafragen, die wir gerade gesehen haben von der Werteunion. Und die hatten dann auch wieder passend, also so eine Art Studie verfasst, die aufgegriffen wurde in den Medien, beispielsweise vom Bundesverband der Deutschen Industrie, wo es immer darum ging, sozusagen jetzt hier beispielsweise in diesem Beispiel Deutschlands Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß zu minimieren oder zu behaupten, der hätte sich halbiert. Und natürlich hat Deutschland also angesichts seiner Größe einen überdurchschnittlich hohen Anteil an den CO2-Emissionen weltweit. Und abgesehen davon muss natürlich überall sozusagen jede Tonne CO2 eingespart werden, um auf das Klimaziel des Paris Agreements zu kommen. Und wir sind schon so fortgeschritten. Jetzt mal ein bisschen schneller. Nochmal einmal hier zu dem Menschen, den wir jetzt schon häufiger angesprochen haben, weil er eine wichtige Rolle spielt. Das ist hier wieder Thomas Bareis, also der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, der ja ziemlich unverhohlen sozusagen hier die Werbung macht für eine Kampagne der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, also letztendlich der Autoindustrie, muss man sagen. Dafür gibt sich jetzt Herr Bareis her. Und darin wirbt er also dafür,
dass der CO2-Preis nicht zu hoch sein soll und dass der Markt das entscheiden soll und dass wir keine strengen Regulierungen haben. Also da ist jemand im Bundeswirtschaftsministerium ganz stark als Lobbyist unterwegs für Verbände und Marktradikale, die sich eben gegen die Einflussnahme der Politik wenden wollen. Und hier sieht man nochmal einmal, was sich hinter der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft verbirgt. Ich habe es schon angesprochen, aber es ist nochmal wichtig hervorzuheben, weil die tatsächlich sehr einflussreich sind, sowohl durch ihre Botschafter, da gibt es mehrere Dutzend von, die auch häufiger mal dann bei Anne Will oder anderen Talkshows sitzen, sozusagen als neutrale Sprecher. Und in Wirklichkeit sind sie eigentlich mit diesem INSM-Auftrag unterwegs, sozusagen für wenig oder gar keine Gesetze einzutreten und sich gegen strenge Klimaschutzgesetze einzusetzen. Und dahinter verbirgt sich eben Arbeitgeberverband Metall mit den großen Mitgliedern VW, BMW, Ford. Also alle möglichen Konzerne verbergen sich dahinter, die kein Interesse daran haben, dass wir einen starken Klimaschutz haben. Und ja, die deswegen aus diesem Grund natürlich auch die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft gegründet haben, ne? Um beispielsweise gegen die EEG, also das Erneuerbare Energiengesetz, Kampagnen zu fahren. Ja, dann gibt es noch hier, das ist jetzt kürzlich sozusagen, hat das stattgefunden. Das war ganz interessant, weil das natürlich auch innerhalb der Medien, wir sind ja beide Journalistinnen, deswegen beobachten wir das, auch immer wieder, auch bestimmtes Framing von rechts gibt, also die Klimawandelleugner oder Skeptiker oder die Werteunion, die kommen natürlich auch entsprechend häufig in den konservativen Medien vor. Also jetzt meine ich nicht irgendwie Compact oder Tichys Einblick, die ja noch besonders rechtsextrem sind. Hier ging es jetzt um die Welt. Die hatte sich also sozusagen stark darüber aufgeregt, dass Korrektiv, also die Redaktion, für die ich auch arbeite, das war jetzt nicht mein Bericht, das war von einer Kollegin von mir, aber Korrektiv hatte zusammen mit Fridays for Future recherchiert, wie die RWE-Anteile in den einzelnen Kommunen sind, also der Kohleindustrie. Und das wurde dann sozusagen als völlig unjournalistisch geframed und wie könnten wir mit den Aktivisten zusammenarbeiten und das wäre sozusagen Betrug an der Branche und so. Und man kann auf jeden Fall sagen, es ist natürlich, kann man tatsächlich darüber streiten, ist es gut oder schlecht, eine Recherche sozusagen zusammen mit Aktivisten zu machen, wobei am Ende natürlich die Fakten geprüft wurden und es ist jetzt keine Werbeveranstaltung oder sowas war. Aber auf der anderen Seite war es halt interessant zu sehen, dass sich ausgerechnet die Welt so dagegen gewandt hat, weil die Welt hat nämlich schon mal einmal mit dem VW-Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess eine ganze Ausgabe gemacht. Also Herbert Diess wurde dann nicht nur sozusagen freier Mitarbeiter wie bei Korrektiv, die da Anfragen gestellt haben, sondern er war sozusagen Chefredakteur der Welt für einen Tag. Also das war dann kein Problem für die Welt mit dem Industriekonzern so eng zusammenzuarbeiten. Genau, achso, jetzt kann Susanne noch mal einmal hier vielleicht kurz einsteigen, sind jetzt gleich auch am Ende. Genau, wir sind jetzt auch gleich am Ende. Wir wollten am Ende noch mal ganz an zwei Sachen noch mal so ein bisschen nachschärfen von den ganzen Beispielen, die wir gebracht haben. Einmal den Anti-Klimaschutz-Narrativ oder die Anti-Klimaschutz-Erzählung, wie man es schön übersetzt sagt, von rechts. Und einmal würde Annika noch mal was sagen zu dem neoliberalen, marktradikalen Narrativ. Wie wir gesehen haben, überschneiden sich diese beiden Narrative teilweise und teilweise auch nicht. Also man kann nicht pauschal sagen, dass natürlich alle marktradikalen Rechtspopulisten sind und umgedreht alle Rechtspopulisten Marktradikale. Aber es gibt einfach in ihrer Erzählung wahnsinnig viele Überschneidungspunkte und teilweise arbeiten sie auch zusammen. Teilweise. Wie gesagt, man muss auch sehr vorsichtig sein. Bei dem Anti-Narrativ, also bei dem Anti-Klimaschutz-Narrativ von rechts, einfach um ein kurzes ein, was ihnen immer wieder begegnen wird, ist diese Opferrolle, die sie einnehmen, also sagen so, und dieser linksgrüne Mainstream, der hat jetzt gesiegt und wir werden jetzt hier von so einer linksgrünen Diktatur regiert, etc. pp. Ne? Also sie, wo lange Zeit quasi alles, was Klimaschutz war oder Ökologie war, eher belächelt wurde oder an den Rand gedrängt wurde, ist jetzt so nach dem Motto, wo die Opferrolle eingenommen und zu sagen, okay, jetzt haben sie uns quasi, jetzt haben sie sich an die Macht geputscht,
und übernehmen hier das Ruder. Und das führt dann schon zu dem nächsten Narrativ, was Richtung Verschwörung geht. Deswegen hatten wir auch vorhin auf einer Folie gehabt, diese Überschneidung gerade bei Klimaleugnern und Rechtspopulisten zu Fake News und Verschwörungstheorien ist auch sehr, sehr, also diese Linie ist sehr, sehr gering. Und es gibt einfach wahnsinnig viele Verschwörungstheorien, die auch wirklich kursieren, die nachgewiesenermaßen auch Verschwörungstheorien sind. Eine davon, die mir beispielsweise auch in den USA begegnet ist, ist die Big Green Business Theorie. Das heißt, es gibt ein Big Green Business, was quasi auf der ganzen Welt versucht, Geld zu machen und von Milliardären und Millionären unterstützt wird und versucht quasi überall erneuerbare Energien an den Mann zu bekommen, um die arme alte fossile Wirtschaft tot zu machen, um quasi neue Märkte zu erschließen. Und das geht bis so hin weit, so weit, dass beispielsweise gesagt wurde, Greenpeace arbeitet mit der russischen Regierung zusammen, um die Energiewende in den USA voranzutreiben, um die USA zu zerstören. Ne? Also bis dahin geht das, um Ihnen einfach mal so einen Eindruck zu geben. Und die NGOs spielen in diesen Verschwörungstheorien auch immer eine sehr große Rolle. Und selbst Kohleverbände beispielsweise in Brüssel nehmen diese Verschwörungstheorien auf und haben ganze Bücher darüber geschrieben, wie die Einflussnahme ist von grünen NGOs. Und sie drehen den Spieß quasi einfach um. Und sie machen quasi den Klimaschutz, und da kommen wir so ein bisschen wieder zurück ganz zum Anfang. Und das ist auch wichtig, das wollten wir auch zeigen. Klimaschutz an sich ist weder ein grünes noch irgendwie ein linkes Thema oder hat irgendeine politische Couleur, sondern wie wir gesehen haben, haben das auch in Deutschland beispielsweise in der Enquete-Kommission am Anfang konservative Politiker vorangetrieben und auch lange konservative Minister. Also ist nicht per se irgendwie ein grünes oder linkes Thema, aber was natürlich diese rechten Netzwerke versuchen, ist das in die links-grüne Ecke zu schieben. Und das muss man aber verstehen, nicht als ein Faktum, sondern das ist quasi auch ein rechtes Narrativ, zu zeigen, ja, Klimaschutz ist deswegen verwerflich, weil es eigentlich so ein linkes Komplott ist. Ne? Also damit versuchen quasi die Linken, regulieren und Gesetze zu schaffen, um uns alle einzuschränken und um es quasi alle in so eine quasi sozialistische Diktatur zu führen. Und diese Narrative, die muss man einfach verstehen, aus welchem Grund die gemacht werden und warum die so. Und die sind quasi auch überall gleich. Die sind in den USA genauso aktuell, wie sie hier bei der AfD aktuell sind. Auf die beiden Seiten wollte ich noch eingehen. Deswegen, ich gebe jetzt mal weiter zu Annika. Den Rest können wir später noch diskutieren. Genau, und dann nochmal die neoliberal-rechten Narrative. Was da angewandt wird, sind auch immer wieder dieselben. Also es gibt immer wieder dieselben Argumente, um Klimaschutz zu bremsen. Das ist erstmal immer, ja, um Gottes Willen, die Arbeitsplätze, die wir dadurch verlieren. Und da wird natürlich immer einseitig gerechnet. Also was sind die Arbeitsplätze, die wir in der Kohleindustrie beispielsweise verlieren, ohne zu rechnen, welche könnten wir bei den Erneuerbaren hinzugewinnen. Ne? Dann gibt es auch sehr beliebt immer das Argument, das kommt sehr häufig von der FDP beispielsweise, wenn es wirklich so schlimm kommt, wird es längst technische Lösungen geben. Da habe ich heute noch dran gedacht, weil ich wohne hier in Südfrankreich, da haben Sie vielleicht jetzt die Bilder gesehen von diesen starken Überschwemmungen, die hier gerade sind, und wenn die Klimakrise wirklich eintrifft, und das wird jetzt hier auch offiziell von den französischen Klimaforschern als Folge der Klimakrise gesehen, diese großen Überschwemmungen in Südfrankreich, dann gibt es absolut keine technische Lösung, die uns da hilft. Also die Dörfer sind jetzt hier abgeschnitten, wahrscheinlich für mehrere Monate, weil die Brücken und Straßen gesperrt sind, da kann man also nur noch zu Fuß hingehen. Und aus dem Tierpark sind irgendwie Wölfe ausgelaufen und es gibt kein Telefonnetz mehr und nichts mehr. Also genau, das nur um kurz sozusagen aktuell zu zeigen, dass es keine technische Lösung uns retten wird, wenn wir nicht die Klimakrise tatsächlich ein bisschen an. Genau, das ist jetzt wenig überraschend. Der Markt wird es regeln, das sagen natürlich immer Neoliberale. Und auch die Rechtspopulisten sagen das in Deutschland bei der AfD ganz speziell. Und Klimaschutz in der Wirtschaft kann nur global funktionieren. Da unterscheiden sich jetzt ein bisschen von den Rechtspopulisten, die alles sozusagen national lösen wollen. Aber das ist auch eigentlich ja nicht gemeint als wirklich als Auftrag. Das wollen wir jetzt ganz unbedingt dafür kämpfen, dass es global funktionieren kann, sondern es ist eigentlich nur der Versuch, das auf die lange Bank zu schieben und zu sagen, ja, wenn es jetzt keine CO2-Steuer auch in Bangladesch oder sonst wo gibt, dann können wir das auch nicht in Deutschland einführen. Und deswegen warten wir jetzt erstmal wieder ein paar Jahre ab.
So, das sind die Argumente, die Ihnen auch immer wieder begegnen werden. Und genau wie die Folie von Susanne, der Inhalt hier lässt sich sicherlich auch sozusagen weltweit anwenden auf Marktradikale. Ich will jetzt mal die beiden letzten Folien, die überspringe ich jetzt, weil wir jetzt schon so weit sind. Insofern gibt es jetzt nur noch das kleine Danke-Poster. Und wir können jetzt, glaube ich, dann in die Fragerunde einsteigen.